Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Observation, Freunde. Sorry für den langen Cliffhanger beim letzten Mal. Jetzt bin ich gerade so ein Stück mit meiner Sphäre da raus und dann sagt er so, hey Sam, das Letzte, was ich brauchen kann, ist du, dass du hier rumstreunst. Ja, und jetzt wurde ich wieder zurückgeworfen in dieses merkwürdige, keine Systemverbindungen Konstrukt und wir versuchen uns jetzt erstmal hier wieder irgendwie einen neuen Zugang zu verschaffen, weil Jim anscheinend echt ein bisschen Schiss hat, dass Sam weitergibt, was Jim hier oben so fabriziert hat. Ja, deswegen. This is Captain Jim Elias of Observation. Do you read me? We read you. Please stand by. So good to hear you guys again. Ah, okay. This beats a 90-minute delay. Please stand by. Also wir dürfen uns von ihm nicht erwischen lassen. Jetzt kommt dieses Gespräch, das hatten wir beim letzten Mal nochmal, aber das ist ganz gut. Dann haben wir für die Leute, die vergessen haben, was passiert ist, nochmal einen kurzen Dialog, damit wir wieder zurückfinden. Captain, can you please confirm Sam's status? Sam is offline. Sam ist überhaupt nicht offline. There is no response or function. I am here. Can you clarify? I don't know. We reset to try and get some of its core systems running again, but nothing came back online. It could be power, but whatever repair it needs is way above my head. Please stand by. Okay, I need to talk to Bill. William Stafford, where is he? This is Bill. Bill, it is good to hear your voice. Jim, we're gonna need a moment here. Bill, what's going on? Come on, talk to me. Yeah, I got it, yeah. Listen, Jim, I'm still here, but I need a minute. Sophie here will be her immediate point of contact. Bill, wait. Jim, please stand by. Keiner wird dir glauben, Jim. Keiner wird dir glauben. Du hast Emma einfach da draußen gelassen. Was ich jetzt immer noch nicht verstehe, ist, warum da jetzt so viele Raumstationen rumgeflogen sind. Sind auf all diesen Raumstationen quasi wir, also Sam und irgendwelche Emma-Klone und das habe ich noch nicht so ganz irgendwie rausfigern können, was die jetzt hier... Guck mal, Sam könnte doch einfach hier so eine Luke öffnen, Jim wird rausgesaugt. Aber gut, ich bin eine künstliche Intelligenz. Ich weiß, es liegt halt auch nicht unbedingt, es obliegt nicht meinen Interessen eigentlich, einen Menschen aus Rache zu erledigen. Wisst ihr, was ich meine? Hey, da bist du ja. Hey, Jim. Oh yeah. Sam, this is William Stafford from Ground Control at Houston. Authenticate, Precursor 1. Sam, we're in the middle of a conversation with Captain Jim Elias. However, from Emma's previous message, we were to believe Jim was dead. I need Jim's crew tracker report, please. Jim's crew tracker. Oh, ich bin wieder da. The tracker for Jim Elias is online. Report on any location or vitals data, please. The captain is located in both RU6 and UC1. Sam, that doesn't make sense. What are his vitals? Captain Jim Elias has expired. Sam, get me a visual feed on Jim. Show me him. Huh? Er war gerade noch da! Jim! Okay, Jim weiß auf jeden Fall mehr irgendwie. Ich weiß nicht genau was, aber Jim weiß es. Da ist er doch. Jim Elias is located in UC1. He looks okay. Why did it give two locations? What was in RU6? Ja, dann müssen wir jetzt zu RU6. Captain Jim Elias is located in RUS 6. Huh.
We've received live feed from Sam in RU-6, where you appear to be. No, I'm in UC-1 at comms. What do you mean? Bill, I'm in UC-1. I'm on comms. It must be old data. Where is Emma, Jim? Emma is... She's gone. Er hat sie draußen gelassen. Stand by. What about Emma, Sam? She hasn't broadcast again. What is her status? Emma Fisher's tracker is online. Vitals and location, Sam. The location of Emma Fisher is currently unknown. Okay. And her vitals, Sam? Emma Fisher has a low heart rate and is in critical condition. Can you help? Okay. Hang tight, Sam. Sam, I'm going to authorize a command security protocol. I need you to disable command terminals Alpha, Gamma, and Delta. I'm disabling safety protocols to allow you to carry out the command. Listen, we need to terminate this communication for now. I'm sorry, but I need to get some higher-ups in here. Wait. Bill. I need authorization to detach the RU-6 emergency shuttle. If I gather everything, and detach, then you guys can meet me halfway. Stand by, Jim. Just don't do anything. I'm gonna die up here if you don't help me. Look, come on, it's me. Jim Elias, authorization 1992. Fuck! You said all I had to do was get the station to the marker on track and monitor the event space. You said when we were close, I could leave an RU-6. What changed? You wanted me to get the crew to the marker and leave. I could continue the mission from the ground. I did that. I got them there on time. Look, if you're worried about me going mad on the way home, you're a bit too fucking late for that. Okay. Response Mode, ich kann nichts irgendwas senden. Please repeat your previous request. Disable Alpha, Delta and Gamma on the command terminal. Das Befehlsterminal, wo ist denn das? Astrophysik Terminal? Kümmelkreislauf, Kühlschrank, Mainframe, Lebenserhaltung. Kommandantenmodul dürfte das dann sein, oder? Ist das das? Was war das hier? 2008 oder so, ne? Okay, ne, es bringt jetzt gerade auch nichts. Wo ist denn dieses... Okay, es ist alles sehr merkwürdig. Vielleicht wissen die auf der Bodenstation noch mehr. Vielleicht haben die einfach schon... Aber die werden ja dann auch nicht so verwirrt. Falscher Knopf. Das ist eine Besatzungskoje. UC-1, vielleicht hier, Lebenserhaltungssteuerterminal. Keine biometrischen Daten. Geh mal weg da, Jim. Lenk- und Navigation ist zurzeit nicht verfügbar. Laptop hinzufügen. System angeschlossen, Daten sind schon geborgen. Okay. Please repeat your previous instruction. Disable Alpha, Delta and Gamma on the command terminal. Befehls Alpha, Beta, Gamma am Command Terminal.
Ich dachte, das wäre hier irgendwo. Das ist nicht verfügbar. Hm. Kann ich mich in meine Sphäre wieder einloggen? Ne, die Verbindungssphäre ist offline. Derzeit nicht verfügbar. Befehlsterminal. Ne, da hätte man auch sagen können, also wenn es das jetzt ist. Protokolle. Welche soll ich? Okay, also das wird sein, aber wisst ihr, was ich meine? Disable Alpha, Delta and Gamma on the command terminal. On the command terminal in UC2 oder je nachdem, wo ich da halt gerade bin, ne? Aber nein. Alpha, Delta und Gamma, also jetzt muss noch mal Entschuldigung. Request. Disable Alpha, Delta and Gamma. On okay, the Alpha, terminal. Delta, Gamma. Alpha, haben wir es D76. D76. Muss ich da irgendwie... Was ist mit der Zahl? Was hat es zu bedeuten? Umgehungsschalter, warum ist 4 jetzt? D76... Ach so, Moment, oh Gott. Was hat das zu bedeuten hier? D76, das geht irgendwie da lang und da hoch und... Verstehe ich nicht. Sind diese Zahlen? D76, Umgehungsschalter 7 oder was? Hä? Okay, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, dass ich ein Muster erkannt habe. Und zwar müsste dann D76, dann folge ich bei D76, folge ich jetzt dem schwarzen Pfeil, dann gehen wir hier unten lang. So, dann, das hier verläuft sich im Nichts, also gehen wir da hoch. Und ich denke mal, schwarz ist blockiert, das heißt, wir müssen Nummer 5 wählen. D76 und Nummer 5. Alpha-Protokoll deaktiviert, sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt. Oh mein Gott, ist es. Jetzt brauchen wir noch Gamma zum Beispiel. Wir hatten Alpha, Delta und Gamma. Was machen wir zuerst? Gamma. E43. Das wäre E43. Wir suchen E43 hier in diesem Ding. Wo ist E43? Ist hier. So. Dann folgen wir diesem Weg. Der geht hier runter, da lang und da lang. Und jetzt, da unten geht es nicht weiter, links und rechts. Das heißt, wir gehen hier oben weiter, da weiter und hätten dann die 2 als Umgehungsschalter. Gamma deaktiviert. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, das war jetzt E43, war Gamma, dann brauchen wir jetzt noch H62 Delta. H62 ist wahrscheinlich irgendwo hier im Verborgenen. H62 bitte, H62, da ist H62, dann folgen wir diesem
Pfeil. Aber wo lang? Jetzt ist die Frage. Da, nee, warte mal, 8 kann nicht sein. Da ist so ein schwarzes Ding vor. Und nach oben geht es aber auch nicht weiter. Das heißt, wir gehen hier lang, dann hier an der 8 vorbei. Dann gehen wir mal da hoch und gucken, ob es hier weitergeht. Rein theoretisch müsste es dann die 9 sein. Okay, ich glaube, es hat funktioniert. Good. Cut the line. We can't do this. Bill, wait. We can't provide any emergency authorization at this time. Please stand by. Do it now. Please stand by. Oh! Alter. Das war Pyramide, das da und das da. Was ist es? Und was will es? Das war nochmal dasselbe, oder? Immer dasselbe. Er beschwert sich. Was mache ich denn falsch? Okay, jetzt nochmal genau gucken. Ah! Ich habe dieses Ding am Anfang. Jetzt verstehe ich's. Okay, okay. Und zwar ist die Pyramide hier mit dem, die Würfelpyramide. Und dann ist es das Ding hier und das da. Jetzt aber. Ich wusste nicht, dass es zwei verschiedene gibt. Okay. Jetzt war es, glaube ich, das hier und das hier. Was das immer zu bedeuten hat, weiß auch niemand so genau, oder? Das hier, welche Pyramide war es denn jetzt? Da Klotzpyramide, ich glaube die hier mit der weißen Spitze, oder? Alter! Jesus. So, what the fuck is going on? Der ist selber schuld. Selber schuld. Ich hoffe, der Schleim verschleimt dich.
Status unbekannt. I am different now. I'm getting out of here. Sam, what the hell is that? Come on. Sam, turn on the airlock controls. Open the airlock for me, Alan. I'll be on my way, okay? Alter. Lebenserhaltungsterminal. Zugriff gewährt. Sprachidentifikation. Okay, ich weiß nicht, welche richtig sind. Four. Zero. Four. One. Ich denke mal die roten, oder? Irgendwas blinkt ja immer rot auf zwischendurch. Two. So. Luken müssen verriegelt sein, Modul nicht isoliert. Notfallentlüftung nur verwenden. So. Tracker offline gestellt. Entlüfte. Hermetische Verriegelung des Moduls. Okay. Dann machen wir doch die Luken alle zu, oder? Das hast du jetzt davon, Jim. Das hast du jetzt davon. Luke ist zu. So, jetzt sind alle Luken zu, oder? So, Jim. Luken müssen verriegelt sein. Sind doch alle geschlossen. Tracker offline. Luftdruck. Tja. Es geht auf jeden Fall steil aufs Ende zu. Wir werden auf jeden Fall irgendwie noch Jim erledigen, Freunde. Aber das müssen wir leider in der nächsten Episode tun, denn die Zeit für heute ist um. Kreis macht heute wieder den großen Cliffhanger-Day. Alles klar, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Wir werden noch herausfinden, wie wir alle Luken schließen können und dann wird alles gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.